Hallo. Oh. Wow. You're a pretty little thing. Kenne ich diese Person? Nein, unmöglich. Ich denke nicht, dass es ist. Wir können den Hautlapp entfernen. Ja. Haben wir jetzt wieder eine Erinnerung? Thanks for doing the dishes, Ives. Thanks for making dinner. It was nice. I'm just glad you're eating again. It got me a little worried, you know, this whole... Can we just forget about it? I'm fine. There is nothing to worry about. Oh, wir können Ivy steuern! Cool. So, Moment, bevor wir das machen, ich will dieses Hin- und Her-Schlendern ein wenig genießen. Mhm. Cool. Wir schauen in den Spiegel. Hä? Hallo? Bist du das Monster? Wer hat das getan? Es rührt sich nicht. Hallo? Ach, Katze. You stupid cat. Das ist keine Katze, das ist keine Katze. Tür. Komm, ist ins Haus gekommen. Da war jetzt auch gerade irgendwas. Ja, moin. Das ist ein Käfig. Was bist du? Das war Britney Spears. Ugly bitch. Everyone's looking at you. Your fat, disgusting body on their tongues. Let me out! Please, just... Let me out! There is only one way out. And you know it. Because you've been there many times before. No! I don't want to. Quiet. Now, be a good fat little girl and crawl into that hole before anyone sees you. Ivy. Komm, wir gehen jetzt wieder raus. Gehen zu Joe. Nein. Oh. Nee, mach das nicht. Hineinkriechen? Der einzige Weg hinaus. Kriege ich mir jetzt wirklich da rein? Ich scheine wirklich in die Toilette. Okay. Wir nehmen das Gehirn. I can't just carry it upstairs in my hands. There's got to be some way I can deliver it fresh. Mit dem Behälter? The brain will certainly fit inside, but I need to figure out how to keep it fresh first. Fresh. Gut, dann noch nicht. Regale. Untersuchen. All these bottles, are they poison? My god. You just have to kill me. We kill memories all the time. Okay. I can do this. But I've only got one shot. Which one do I take? Rote Flasche untersuchen. Rot, da denke ich an Blut, Gefahr und Feuer. Achso, rote blaue Flasche untersuchen. Blau, Farbe des Himmels, Wasser und... Nein, ihre Augen meinen niemals blau, sie meinen grün. Mm.
Ich habe das Gefühl. Aber warte, links steht ja auch gleich. Aber rechts steht auch Gift. Können wir nicht beides mitnehmen? Schwer. Ich will ja. Ich glaube, blau sieht eher aus wie so eine Schlafmedizin, so ein Schlaftrunk. Ich brauche keine ganze Flasche von dem Zeug. Es müsste nur eine einzige Injektion reichen. Kann ich nicht. Bisschen das Öl benutzen. Nein. Okay. Das ist doof, weil wir haben noch keine Spritze oder sowas. Leiche, Schalter für Gasversorgung untersuchen. Das scheint der Hauptschalter für die Gasversorgung des Hotels zu sein. Momentan steht es auf Aus. Schalten wir es ein. I've switched it on. Gut gemacht, Joe. Gut gemacht. Ich glaube, dass wir das Gehirn für den Doktor brauchen. Und wir müssen auch irgendwie noch eine Spritze finden. Gehen wir jetzt in die Küche? Vielleicht finden wir ja da Eis oder sowas? Um das Gehirn hochzutragen. Und von Dr. Z bekommen wir dann bestimmt... Ich will immer X sagen. Von Dr. Z bekommen wir dann bestimmt... Eine Spritze auch. Ich meine, warum nicht? Oh, nee, falsch. Küche. Hallo. Ein Mixer. Untersuch. Das ist vielleicht ein großer Mixer. Es hat keinen Sinn, ihn anzumachen. Jetzt, da er leer ist. Ich will was reinstopfen. Ein Kochtopf. Untersuchen. Ja, den Herd anmachen. Nichts ist im Kochtopf. Ich will ihn nur anbrennen lassen. Den Kochtopf anbrennen lassen. Schwein. Untersuchen. Verfaultes Schwein. Toll. Was hat er da drin? Ah, ein Eispickel. Dieses Schwein ist schon lange tot. Wir nehmen den Eispickel. Delicious. Gut. Ein Schwein. Es ist wohl tot oder schläft nur. Können wir jetzt wirklich mit dem Schwein sprechen? I know you're just a pig, but I want to tell you this. Das ist alles deine Schuld. Können wir tauschen? Was geht ab? Fick dich. Sorry, Kumpel. Hab's verbockt, Mann. Nee, vergiss es. Sorry, Kumpel. Sorry, Dude. Warum hat das Schwein nicht geantwortet? Das macht mich jetzt traurig. Einer der wenigen Kühlschränke hier, der nicht komplett zugefroren ist. Was ist das? Eis nehmen. Es ist festgefroren. Ich kann es nicht mit der Hand brechen. Ja, Gott sei Dank haben wir einen Eispickel. Sieht für mich gerade aus wie ein Gesicht. Von dem Tier. Nehmen das Eis. Ich brauche irgendein Gefäß, ich kann es nicht einfach per Hand tragen. Gut, dann nehmen wir den Behälter. Ich habe den Behälter mit Eis gefüllt. Untersuchen. Eisig. Perfekt. Damit gehen wir jetzt wieder zurück in den Keller. Können dann das Gehirn holen und hoch zu Dr. Set gehen. Und ihm bei Agnes helfen. Dann kommen die Elektroschocks. Dann wird gelacht und es lebt gerufen. Das ganze Zeug. Ich weiß nicht, ob ich die Animation feiern soll oder einfach nur lustig finden soll. Ah, Behälter mit Eis. Okay. Come on, buddy. We're going for a walk. Mm-hmm. That's how I like it. Ich überlege gerade eben,
ob man in die Musik im Hintergrund Flüstern reinportieren könnte. Aber ich denke nicht. Wir sind ja nicht verrückt hier. Nee, gar nicht. Rein in den Fahrstuhl. Bedienungsfeld im zweiten Stock. Ich habe schon vergessen, in welchem Zimmer er war. Ich glaube 207. Oder so. Wir werden es schon finden. Oh. Untersuchen. Ist es das, was der irre Arzt aus dem Keller wollte? For sure. Garantiert. Ich meine, Gehirnoperation. Hirntransplantation. Das wird schon passen. Jetzt kam das Flüstern wieder. We're going crazy. Es war 203, nicht 207. Hey, Dr. Zed. Ich habe eine Lieferung. Ah, I see you have it. Quick, give it to me. Give it to me, boy. Is this what you wanted? One fresh human brain. What else could I want? Yes. Now we have a chance. Eradicate the bad, restore the good. Or what's left of it anyway. Halten Sie den Mund und mach endlich. Sie können doch nicht einfach ein totes Gehirn in den Kopf pflanzen. Ich drück die Daumen, Doc. Fingers crossed, Doc. This has nothing to do with luck, mind you. I am certain my calculations were correct. Now it's just a matter of following a correct procedure. But since my nurses took their leave all at once, I will require your assistance. This cavity here? Hold it open for me whilst I lower the brain into place. Sind die ganzen Schwestern dann hin? Put some elbow grease into it, boy! That's better. And a little push? Hmm, maybe this way? It's okay, it's just the bowl. We can clean it up later. Almost got it. Just a tiny bit more. It's in! We've done it, boy! So führt man also eine Gehirntransplantation durch. Jetzt bin ich sicher, sie sind verrückt. Ich wünschte, ich wäre ihnen nie begegnet. Das Erste. Ich mag den Typen. So this is how you do brain transplants. It's so easy, I'm surprised people don't do it more. Now that everything is ready, it is time for the machine. The machine? Yes, we will need to kick some life into this young lady. She's still very much dead, have you forgotten? Nein, ich habe es nicht vergessen. Sie reden so viel Scheiße, dass ich gar nicht richtig zugehört habe. Ach Joe, nicht so gemein hier. No, I haven't forgotten. Good, because we have no more brains to spare, boy. I'll let you do the honors. There's a lever on the side of that chair over there. Can you see it? Just walk over to the right. I've run the wires from the chair to the body on the table. Less heavy lifting. See? Safer for our spines. That's cool now. The lever? What about it? What does it do? Pull it and we shall see. Es lebt. Na komm. I don't understand. Have we run out of power? It's probably just a fuse. I'd better go and investigate it myself. Gut, dann bis später, Dr. Zed. Und was muss ich tun? Natürlich hat es nicht geklappt, arme Irre. Überanstreng dich bloß nicht, während du deine dämliche Sicherung untersuchst. Was muss ich tun? And what am I supposed to do?